Willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du da bist. Heute habe ich eine ganz besondere Kooperation für dich und zwar mit Dennis Deke vom Kanal Erschaffe dich neu. Dennis ist Autor und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hat es innerhalb von einem Jahr geschafft, sich einen YouTube-Channel mit über 40.000 Abonnenten aufzubauen. Und was er dir heute mitgebracht hat, ist, dass er dir erklären wird, wie du zum Menschenmagneten werden kannst. Also Menschenmagneten, einfach ein Mensch, der für andere Menschen, Männer und natürlich auch Frauen, sehr anziehend ist. Und Studien haben herausgefunden, und das ist ganz interessant, dass der größte Glücksfaktor in unserem Leben unsere Beziehung zu anderen Menschen sind. Deswegen kannst du dich gar nicht genug damit beschäftigen, kannst du gar nicht genug darüber wissen. Aber ich gebe jetzt einfach mal an den Dennis ab, der hat ein geiles Video gedreht, der macht hier jetzt weiter, macht den Rest des Videos und ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns am Samstag wieder. Hi, mein Name ist Dennis von Erschaffe dich neu und ich bin gerade hier in Chiang Mai und werde dir jetzt zeigen, wie du zum Menschenmagneten wirst. Denn Freunde sind das Wichtigste, was du in deinem Leben haben kannst. Sie sind der Großteil deines Glücks. Das konnten Studien zeigen, denn tiefe, wirklich tiefe, feste Beziehungen in deinem Leben machen den Großteil deines Glücks aus. Nun, wie wirst du jetzt ein Menschenmagnet? Zunächst einmal müssen wir uns der Frage widmen, warum verbringen Menschen Zeit mit anderen Menschen? In der Regel wollen Menschen gute Gefühle haben. Wir streben nach guten Gefühlen und versuchen, negative zu vermeiden. Und gute Gefühle zu bekommen, ist eigentlich relativ simpel. Das heißt, ein Mensch fühlt sich schon gut, wenn du ihm mal richtig zuhörst. Und da wären wir auch beim ersten Trick. Höre einem Menschen richtig, richtig aufmerksam zu. Das bedeutet, dass dieser Mensch für dich in diesem Moment die Welt ist. Es gibt keine Ablenkung. Es gibt kein Handy, auf das du schaust. Es gibt kein irgendwo in der Gegend rumstand. Du schaust diese Menschen ins Gesicht. Und dieser Mensch ist für dich das Wichtigste. Und plötzlich fühlt sich der Mensch auch wie das Wichtigste. Und wenn du einem Menschen das Gefühl geben kannst, das Wichtigste auf der Welt zu sein, dann verspreche ich dir, wird dieser Mensch gute Gefühle haben. Denn wir wollen uns alle wichtig fühlen. Und ich glaube, da stimmst du mir zu. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du einem Menschen das Gefühl gibst, das Wichtigste auf der Welt zu sein. Nun, das Ganze geht noch ein kleines Stück tiefer. Und zwar ist es nicht nur wichtig, dass der Mensch das Wichtigste der Welt für dich ist in diesem Moment, sondern auch, dass du dich wirklich für ihn interessierst. Das bedeutet, dass du aktive Nachfragen stellst und dann auch mal die Klappe hältst und einfach mal zuhörst. Einfach mal dem Menschen zuhörst, was er zu sagen hat. Dich wirklich dafür interessierst. Und er erzählt dir zum Beispiel, hey, ich spiele total gerne Fußball. Und du sagst, hey, warum spielst du gerne Fußball? Erzähl mir mal mehr darüber. Sagt er, ja, ich war damals mit meinem Vater unterwegs und wir haben als ich Kind war, immer Fußball gespielt. Und es war einfach die geilste Zeit meines Lebens. Und ich glaube, das ist hängen geblieben. Dir scheint dein Vater viel zu bedeuten. Und so gehst du immer tiefer, interessierst dich wirklich für dein Gegenüber und wirst mit ihm eine Verbindung schaffen, die er sehr selten im Leben beziehungsweise sehr selten heutzutage erfährt, weil sich die meisten Menschen in der Regel nicht für andere Menschen interessieren und eher so flüchtig mit dir sprechen und du da wirklich was Besonderes sein kannst. Und ganz einfach, indem du sicherstellst, dass dein Gegenüber die Welt für dich ist und dass du wirklich, wirklich interessiert bist. Und der dritte Trick des Ganzen, Gefühle sind King. Bedeutet, versuche stets in Gesprächen mit anderen Menschen Gefühle zu erzeugen. Versuche, die Gesprächsthemen in Richtungen zu lenken, die besonders gefühlsbetont sind. Das sind so Sachen wie Urlaub, wie Träume, wie Beziehungen, also positive Beziehungen zu Menschen, die man mag, wie Hobbys, Leidenschaften. Grabe da. Vermeide eher Themen wie Arbeit und Alltag und du verstehst das ganze Zeugs, worüber du immer redest. Was geht, was machst du, pipapo. Solche Sachen solltest du in der Regel vermeiden, weil sie nicht gefühlsbetont sind. Und vielleicht solltest du auch generell negative Themen vermeiden, wie schlecht es einem geht, wie wenig Geld man hat, all dieses Rumgejammere. Du kennst es sicher. Nicht, dass du es machst, aber die meisten Themen wirst du kennen, die der standardmeckernde Deutsche so drauf hat. Ich bin auch Deutsch, aber unsere Kultur ist nun mal eine Meckerkultur. Versuch dich von diesen Themen fernzuhalten und geh lieber in diese positiven Themenrichtung. Und mit diesen drei Dingen, wirst du zu 100% ein Menschenmagnet. Menschen wollen gerne bei dir sein, das verspreche ich dir. Wenn du jetzt denkst, hey Dennis, du bist ein ganz cooler Typ und ich würde gerne mehr von dir sehen, dann wird dir der Tim hier sicher einmal meinen Kanal verlinken und ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und ich habe auch noch ein sehr interessantes Video, was dir bestimmt gefällt und bestimmt irgendwo
auch hier verlinkt ist. Vielen lieben Dank an Tim, dass wir dieses Video bei dir posten durften und ich hoffe, ich kann dich auf meinem Kanal begrüßen. Das war's von mir, deinem Dennis. Ciao, ciao.